Hallo Jenny, wir haben dich da getroffen, gerade am Stephansplatz. Ich habe dich erkannt und ich will dich einfach mal was fragen. Warum gehst du genau auf die Straße und warum kämpfst du schon so lange gegen Corona und bist immer noch da? Und warum bist du halt so, warum machst du so guten Widerstand? Naja, warum bin ich auf der Straße? Es sind viele Menschen, die nicht verstehen, was gerade abgeht, in welche Richtung wir am Weg sind. Wir sind in ein totalitäres Regime unterwegs. Und deswegen muss ich einfach dagegen aufstehen. Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Die Digitalisierung nimmt immer mehr zu. Es nimmt da generell dieses Bargeld abschaffen, immer mehr kommt es dazu hin. Und ich habe zwei kleine Kinder. Und das ist eigentlich meine große Motivation, warum ich auf die Straßen gehe. Und natürlich auch die Kinder da draußen, wo die Eltern nicht so mutig sind oder nicht so stark genug sind, auf die Straßen zu gehen. Ich gehe für alle Menschen auf die Straßen, nicht nur für unsere, sondern auch wirklich für jeden Einzelnen, der noch nicht begriffen hat, was abgeht. Und deswegen, ja, heute einfach staunt, bleib auf der Straße und leist einfach Widerstand. Du sitzt im Rollstuhl gerade, wurdest du attackiert oder? Ja, also wir haben eine Demonstration gehabt am Schwarzenbergplatz. Wir sind durchgelaufen durch die polizeiliche Sperrkette, die gerade aufgezogen wurde. Und von ca. 10 Meter der Polizist Anlauf genommen, ist man in den Oberschenkel reingeküpft mit dem Knie. Und ja, da bin ich geflogen, einmal, weiß nicht, 2 Meter, bin mit dem Kopf auf den Boden aufgeflogen. Und der Polizist, also das Einzige, was er gesagt hat, ist das, die ist eh nicht verletzt, hat sie umgedreht und ist einfach weggegangen. Oha. Du wurdest auch verhaftet, auch schon mehrmals. Ja, also 6 Mal sind wir verhaftet, also bin ich verhaftet worden. Und ja, ich bin 4 Mal mittlerweile jetzt eigentlich verletzt worden. Aber es bringt sie nichts. Der Rechtsstaat. Die Rechtsstaatlichkeit ist bei uns in Österreich nicht mehr gegeben. Solange du brav bist und deinen Mund hältst, ist alles in Ordnung. Solange du aber auf der Straße bist und Widerstand leistest und halt immer wieder Demonstrationen veranstaltest oder auf Demonstrationen bist, so wie ich, eigentlich so eine Figur, die man halt gern herzeigt, auch in den Medien, ja, ist es leider so, dass halt die Polizei da immer wieder auf genau die, wie sie immer sagen, so diese Redelsführer, die picken sie sich immer wieder raus und nehmen es dann fest, weil ich sag nur eins. Bricht man einen, bricht man 10.000. Ja, das ist ein gutes Sprichwort von früher. Ja, und wenn man glaubt, man kann mich brechen, dann haben sie ja, eingeschnitten. Nein. Du wirst immer weiter auf die Straße gehen? Absolut. Sie müssen mich umbringen, also sie müssen mich erschießen. Okay, das war's eh schon. Vielen lieben Dank. Danke dir. Danke. Ciao.